Und es kam auch 2 Tage später dann schon die Info, dass doch mittlerweile dann 228 Euro zu bezahlen werden. Nix. Also falls ja irgendjemand ähnliches Problem hat, vielleicht kann man sich auch zusammentun, irgendwie mit Anwalt oder so. Und es gibt sehr viele Anweisungen im Internet, wie man sich dazu verhalten hat. Sofort gleich bei der Kontrolle, wie man sich dazu verhalten hat, was man sagen soll und was man eventuell nicht sagen soll. Das sollte sich jeder vorher mal richtig zu Gemüte ziehen. Das gibt's bei Telegram, das findet ihr, wenn ihr danach sucht. Ja, das hatten wir vorher sogar und uns wurde gesagt, man soll das mit dem Video aufnehmen, was da vorfällt. Und das haben wir gemacht und mein Mann hat eine Anzeige gekriegt, weil das eine Straftat wäre, wenn er das filmt. So, ihm wurde... Kleiner Augenblick, da würden wir gerne mal eben einsteigen und mal eben was dazu sagen. Da klären wir direkt auf. Dankeschön, dass ja. Du das eingebracht hast. Die Polizei argumentiert teilweise sehr viel informiert über die Rechte der Bürger. Es wird immer häufiger behauptet, man dürfte Polizeieinsätze nicht filmen auf öffentlichem Grund. Das ist falsch. Man dürfte Polizisten, die mit Menschen reden, nicht filmen. Das ist halbrichtig. Wenn die Menschen, mit denen geredet wird, die also gerade in einer sogenannten Maßnahme sind, damit einverstanden sind, dass das gefilmt wird, dann ist das legal. Polizisten im Dienst haben kein privates Wort. Was die machen, ist eine offizielle Handlung und die darf dokumentiert werden. Da bitte ich auch die Polizei, das nochmal nachzuschlagen, falls sie das hier noch nicht gemacht haben. Ich hoffe, die haben es. Wenn aufgrund von solchem ein Handy beschlagnahmt wird, wie die das nennen, ist das ein Raub mit Waffen. Oh. Weil das ist eine illegale Handlung, die ist durch kein Recht gedeckt. Und das macht der Mensch in der Uniform als Privatmensch, weil beruflich darf er es nicht. Also, wenn ihr irgendwo jemanden seht, der in einer Maßnahme ist oder in eine Maßnahme kommt, fragt den, darf ich das filmen, soll ich das filmen? Wenn der sagt, ja, dann dürft ihr das. Und wenn jemand euch das Handy wegnimmt, dann zeigt diesen Menschen direkt persönlich an. Dankeschön. Ich geh auf die Straße, weil unser Rechtsstaat hier erodiert. Und zwar nicht mehr auf leisen Sohlen und auch nicht mehr während den Anfängen. Was hier abläuft, ist teilweise mit Willkür noch sehr wohlwollend umschrieben. Ich will auch für meine Steuern besser belogen werden. Das, was hier abgeht, passt auf keine Kuhhaut. Wenn man unser Infektionsschutzgesetz mal wirklich liest, was da drin steht, dann gab es keinen einzigen Erkrankten in Deutschland. Weil das Infektionsschutzgesetz sagt, der Nachweis der Erkrankung wird erbracht, indem gezeigt wird, dass sich der Erreger im Körper des Patienten vermehrt. Das wurde in Deutschland niemals gemacht. Wir haben so einen tollen PCR-Test. Da wurde uns erklärt, der kann das. Das steht aber nicht so im Gesetz. Und wenn wir einen Rechtsstaat haben wollen, und deswegen gehe ich auf die Straße, dann sollten sich alle an die Regeln halten. Weil sonst haben wir hier was ganz anderes und das kommt immer mehr. Was unsere Regierung hier macht, geht gar nicht. Überhaupt nicht. Die sogenannte Ministerpräsidentenrunde ist vom Grundgesetz nicht vorgesehen. Es ist nicht vorgesehen, dass wir hier über Verordnungen durchregiert werden, die mal eben nebenbei Grundrechte einschränken. Und zwar in ihrem Wesensgehalt. Das geht gar nicht. Und das muss aufhören. Und zwar sofort. Dankeschön! Das Narrativ, wir hätten hier eine gefährliche Seuche, die uns alle tötet, zerbricht. Und zwar immer mehr. Man kann, wenn man mal in Telegram guckt, die vielen Videos finden, die bei YouTube gelöscht wurden, von Medizinern, Hochdekorierten, die wirklich viel geleistet haben in ihrem Leben und die wissen, wovon sie reden. Die zu Anfang gesagt haben, hier stimmt was nicht,
Der Herr Drosten erzählt uns schon wieder von einem Killerkeim, wie damals bei der Vogelgrippe. Und das passt irgendwie alles nicht, wir müssen drüber reden. Das Ergebnis war, es wurde nicht mit denen darüber geredet, fachlich, sondern die wurden diffamiert, sie wurden ausgegrenzt, sie wurden lächerlich gemacht und sie wurden gelöscht. Cancel Culture nennt man das. Das hat in einem Rechtsstaat nichts zu suchen. Ja, das sollen wir angeblich sein. Ein Rechtsstaat. Er sagt, es gibt keinen Rechtsstaat. Naja, okay. Und das ist eine private Zensur, ist doch keine Zensur. Wenn wir so weit sind, dass es wichtiger ist, wer etwas sagt, als was er sagt, dann können wir keine Demokratie mehr machen, weil dann behauptet einfach irgendwer, der ist doof, mit dem dürfen wir nicht mehr reden und dann ist diese Meinung weg. Und das ist hier passiert, ganz massiv. Unsere Politik hat hier eine Meinung verbreitet, die wissenschaftlich nicht haltbar ist. Unsere Medien haben eine Angstpropagandawelle losgetreten darauf und alle, die gesagt haben, hey, das passt doch alles nicht, lass doch mal genau drauf gucken, das waren Idioten, mit denen man nicht mehr reden darf, Rechtsradikale, Nazis, Antisemiten, sonst was. Mir hat mal ein Lehrer beigebracht, wenn du mit jemandem argumentierst und der greift nicht dein Argument an, sondern dich persönlich, dann hat er Unrecht. Und das ist in diesem Land hier seit 2 Jahren Dauerzustand. Und das muss aufhören. So, ich könnte mich noch stundenlang darüber aufregen, aber ich gebe das Mikro einfach mal zurück. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Dankeschön.